Das erste Mal, wo ich mit Magicon zusammenkam, da hatte ich für Joost van der Velden die Queen Henry gebaut oder mit Joost, aber ich war da so der Haupt Queen Henry Bauer, während nebenan bei Joost die Insel und der Sockel von der Freiheitsstatue in New York gebaut wurde. Der Dreh fand dann in München statt, in einer alten Eisenbahnhalle, weil die halt die entsprechende Größe und auch Höhe hatte. Denn wir hatten dann auch in 1 zu 25, glaube ich, die Insel und den Sockel und die Freiheitsstatue drauf. Und dann brauchte man natürlich noch eine entsprechende Höhe, um das Ganze dann auch beleuchten zu können. Und so sind wir zusammengekommen. So habe ich die kennengelernt. Und dann kam aber noch vor 10.000 BC, also ziemlich im Anschluss an den Otto-Film, kam erstmal The Patriot. Und da ich ein Schiff gebaut hatte für Otto, meinte dann Henrik hier von Magicon, das ist gut, dann weißt du schon, wie das geht mit Rümpfen und so. Da habe ich dann bei Magicon auch für Patriot ein Schiff gebaut. Was hatten wir da für einen Maßstab? Ich glaube, es war 1 zu 12, die Schiffe. Also die waren sehr groß. Und wir hatten, ich glaube, 10 Schiffe von 2 Meter Rumpflänge bis 5 Meter Rumpflänge. Und mit der kompletten Takelage, also wir haben sehr viel gelernt über Segelschiffe, über alte Dreimaster. Es war eine tolle Zeit. Es waren auch 3 Monate, wo nur Schiffsmodelle gebaut wurden, irgendwie in mehreren Hallen. Und eins wurde dann auch gesprengt. Das wurde dann entsprechend repariert und also auch aus Balsa gebaut teilweise. Magicon hatte diesen Auftrag von Emmerich bekommen, Modelle zu bauen für 10.000 BC. Und es war überwältigend viel und groß. Der Maßstab war 1 zu 24. Und wir haben gebaut die Pyramiden von Gizeh als Baustelle mit ganz vielen Kränen und Rampen, wo dann die Steine hochtransportiert werden, später im Film von Mammuts. 50.000 Steine aus Gips gegossen. Ein Palast, der teilweise auch in 1 zu 1 gebaut wurde, also die Fassade. Die war 50 Meter breit und 20 Meter hoch. Und ich habe die Front von diesem Palast in Miniatur nachgebaut, nach den gleichen Plänen. Also ein 1 zu 24, das waren dann, weiß ich nicht, 2 Meter oder 1 Meter hoch, so in etwa. Oder. Es gab eine ganze Stadt, es gab ein Sklavenviertel, es gab ein Stück vom Nil. Und auf der anderen Seite vom Nil gab es Gärten, weil die Leute müssen ja auch was essen, die da leben. Also es gab sogar ein Schiff, was in diesen Palast reinfahren konnte vom Nil. Und das wurde alles als Modell gebaut. Der Witz dabei war, dass das alles in Container passen musste. Das heißt, alles musste zerlegbar sein, die Pyramiden mussten zerlegbar sein und auf Formate gebaut sein, die in einen Schiffscontainer passen. Weil das Ganze, nachdem alles fertig gebaut war, in Kisten und Containern dann nach Namibia geschickt wurde. Wenn man ins Landesinnere fährt, irgendwie nach ein paar Kilometern kommt eine Düne, eine sehr große Düne, Düne 7. Die heißt wirklich so, die Engländer haben damals vor 100 Jahren irgendwie alles einfach nur durchnummeriert. Und die ist 100 Meter hoch, also ein Riesending von Düne. Und auf der einen Seite von der Düne, da wurde das 1 zu 1 Set gebaut von diesem Palast und auch eine Rampe, die zu einer der Pyramiden hochführt. Und auf der anderen Seite von Düne 7 war unser Modell, Sandkasten. Das Set war 60 mal 90 Meter, glaube ich, groß. Also der Nil wurde aus dem Sand ausgegraben. Für die Pyramiden und den Palast wurden Plattformen, also Sockel aus Beton, in den Wüstensand gegossen, damit die Gebäude dann nicht irgendwann abkippen oder dass sie halt einen guten Stand haben und da bleiben, wo sie sind. Also es war von den Vorarbeiten allein schon spannend. Und dann kamen diese Container an. Ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, 6 Wochen oder 2 Monate. Und dann kamen wir und haben den ganzen Container aufgemacht, alles rausgeholt und da im Wüstensand aufgebaut. Und man fragt sich, warum dieser ganze Aufwand, ein Modell um die halbe Welt zu schiffen und dann da irgendwo in der Wüste aufzubauen für einen Film. Aber wenn du das gesehen hast, als dann diese Bauten und die Pyramiden, als das dann alles stand und die Sonne unterging über der namibischen Wüste, es war einfach großartig. Das waren unglaubliche Bilder. Und du hattest irgendwie alles
in Kamera, in einem Schuss, irgendwie war alles da. Eine Spider-Cam, genau, mit der das gefilmt wurde. Da wurde außerhalb von dem Set, wurden vier Türme errichtet und die Türme dann mit Seilen verbunden. Und in der Mitte hing dann wie so eine Spinne im Netz die Kamera. Das wird auch bei Fußballspielen verwendet. Und die konnte sich dann frei über diesem Set bewegen. Und bei den Rampen war, ähnlich wie bei der Fassade von dem Palast, jeder Stein, den man da an der Oberfläche sieht, hatte eine bestimmte Größe, ein bestimmtes Format und musste genauso dann in Miniatur auch nachgebaut werden. Also es musste alles matchen, obwohl es am Ende dann wahrscheinlich kein Mensch sieht. Aber sie haben da sehr aufgepasst, dass das wirklich alles nach Zeichnung gebaut wird und stimmt. Patriot war ja auch Emmerich und 10.000 BC war Emmerich und dann hieß es aber, dass Emmerich wohl keine Lust mehr hat, Modelle in seinen Filmen zu verwenden und alles nur noch im Computer macht. Und so war das wahrscheinlich dann auch das letzte Modell, also 10.000 BC, dieser riesige Sandkasten, den wir da gebaut haben in Namibia.